dass in östlichen Bundesländern zum Beispiel nur ein Drittel der Baulehrberufe besetzt worden ist im letzten Jahr. Also das ist ja eine Katastrophe, wenn man das dann längerfristig betrachtet. Ja, mein Name ist Christian Haas. Ich bin von der Steiermärkischen Landesregierung zuständig für das Revitalisierungsprogramm. Und die Hauptzielsetzung dieses Programms ist die Erhaltung der historischen Baukulturlandschaft der Steiermark. Und dazu zählt natürlich also für die Renovierung oder für die Wartung dieser Objekte ganz wichtig das klassische Handwerk. Und ja, und da sind wir schon eigentlich bei einer Problemstelle, nämlich dass in gewissen Regionen gewisse Handwerkssparten, dass dort ein gewisser Mangel entsteht. Und dem müssen wir, einfach um unsere Zielsetzungen zu erfüllen, also im Förderungsprogramm, eben die Erhaltung der klassischen Baukulturlandschaft einwirken und diese Handwerksberufe wieder stärken. Meine Einschätzung ist, dass die Handwerksbetriebe sich sehr schwer tun, um halt immer an die Großaufträge zu kommen, die dann oft einmal auch weiter weg sind, vielleicht schon mal 50 Kilometer oder mehr weiter weg sind. Wenn dann so ein Großauftrag ausfallen sollte, aus irgendeinem Grund, dann stehen viele Betriebe nicht gut da. Ich will jetzt nicht sagen Konkurs, aber es könnte dazu führen. Ja, also wir leben in Zeiten, wo man eigentlich auf den Verkehr ein bisschen reduzieren sollte. Und da wäre es meiner Ansicht nach sehr wichtig, das regionale Handwerk zu stärken, also wieder zu beleben. Auch für die Objekte selber, also die Eigentümer der Objekte, also der historischen, in Ortsbildschutzgebieten zum Beispiel befindlichen Gebäude, diese Gebäude sind, ich vergleiche das jetzt mit dem Pickerl von einem Kfz, von einem Auto, ja, da muss man auch jährlich zur Inspektion. Und diese historischen Gebäude müssen eigentlich auch so behandelt werden. Das heißt, es bräuchte eigentlich eine jährliche Wartung dieser Objekte, also nur eine Inspektion dieser Objekte. Und das wäre zum Beispiel sehr interessant, nämlich für die Regionalunternehmen, weil es wird jetzt nicht ein Unternehmen aus Graz nach Mariazell fahren, nur um dort halt dann, also sie die Dachziegel zu überglauben, sondern das macht dann ein regionales Unternehmen. Und da gibt es schöne Modelle, also mit Wartungsverträgen, also die Objekteigentümer oder die Bauherren schließen dann solche Wartungsverträge mit den Unternehmen ab. Und diese Unternehmen gehen dann von sich aus auf den Eigentümer zu und die haben dadurch auch eine gewisse Planungssicherheit und vor allem eine gute Auslastung dadurch. Also das wäre eigentlich schön, also um auch das regionale Handwerk zu stärken. Es ist tatsächlich ein bisschen ein Imageproblem des Handwerks. Also es ist oft nicht die erste Berufswahl, sondern erst der zweite oder dritte Weg. Also wenn das mit der Schule oder mit der höheren Bildung nicht funktioniert hat. Und ja, da muss man wahrscheinlich etwas dran feilen. Also es gibt aber auch gute Beispiele. In Vorarlberg habe ich gehört von der Werkraumschule Bregenzer Wald, die, was ich gehört habe, bis zu 70% der Mittelschulabsolventen in Lehrberufe bekommen. Und dann gibt es halt die Negativbeispiele, dass in östlichen Bundesländern, ja, dass zum Beispiel nur ein Drittel der Baulehrberufe besetzt worden ist im letzten Jahr. Also das ist ja eine Katastrophe, wenn man das dann längerfristig betrachtet, weil die ältere Generation geht auch in Pension. Das ist schlimm, ja. Was wir da zustande gebracht haben, waren Kurse, also anders als die Ausbildungsschiene von Mauerbach, die ja dort Professionisten und Restauratoren ausbilden, versuchen wir im Rahmen vom Freilichtmuseum Stübing das einfach nur das Thema Kalk zu vermitteln, also an Laien zu vermitteln, um diese Traditionen wieder in das allgemeine Bewusstsein zu bekommen. Das heißt, dort können dann interessierte Laien oder Eigentümer von historischen Objekten oder
Personen, die eine Renovierung planen, sich vorab informieren, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt Kostenschätzung oder Angebot an eine Firma bekomme. Also das ist ganz niederschwellig, nur die einfachsten Begriffe, die dort erklärt werden. Und sowas wird auch schon helfen. Das fällt mir ein, im Rahmen dieser Kurse haben wir jetzt auch die TU Graz und die FH Joanneum gewinnen können, die ab nächstem Jahr Studenten zu dieser Handwerksgrundausbildung, so nenne ich das jetzt, entsenden werden. Diese Ausbildungskurse in Stübing, die könnten natürlich auch wir haben Zustrom aus Wien teilweise und die Leute kommen von weit her zu diesen Kursen. Und die Kurse sind sehr gut ausgelastet. Also ich würde fast mir erlauben einzuschätzen, dass diese Kurse auch in den Regionen Erfolg haben könnten.